Herzlich willkommen zurück zur Voice Stars Wonders One Championship. Wir sind heute an Tag 3 angekommen. Wir sind heute in Gruppe C. Zwei tolle Spiele warten sollte in Gruppe C. Das erste ist gleich zwischen Niklas und IronBet. Das ist wieder links oben eingeblendet. Die zwei Spieler, wir werden aus der Sicht von IronBet zusehen. Ich freue mich, Leute. Tag 3, Gruppe C. Die Gruppe C ist ein bisschen wie Gruppe, wo viele der Wildcard-Gewinner oder viele der Pros, sage ich jetzt mal, gesagt haben, das ist so die einfachste Gruppe für den Wildcard-Spieler, für ich bin's. Wir werden es heute schon mal herausfinden, ob was sich dann durchsetzen kann im ersten Spiel später im Laufe des Abends. Aber jetzt zuerst mal Niklas gegen IronBet. Ich bin gespannt auf die beiden. Viele haben ja für IronBet, glaube ich, abgestimmt in Abstimmung, dass er gewinnt. Mal schauen, ob er seiner Favoritengerolle gerecht wird sollten. Ich muss schon gleich in die Runde gehen, da können wir auch da zusehen. Ich bin gespannt, wie die beiden performen und sie sind jetzt in der Runde, genau. Und dann gehen wir auch gleich rein in Game 1. Wir sehen hier auf beiden Seiten Search zum ersten Mal. Ein Search-Duell ist hier, ich habe den Vollbildmodus angemacht, sorry Jungs. Das erste Mal Search-Duell, was mich auch ziemlich freut. Haben wir auch noch nie gesehen bis jetzt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Jetzt haben wir mal gesehen, erster Hit von Traplitz alias Niklas gegen IronBet. Jetzt sind beide, die haben natürlich beide den Teleporter. Die haben beide den Teleporter, den könnte ich jetzt vielleicht IronBet einsetzen. Er macht es auch an, ob das gut war, ist die andere Frage. Aber er kann sich mal den Vorteil verschaffen, schießt den Ball da gerade einmal in die Wand. Vielleicht auch aus Nervosität, man weiß nicht. Aber kann sich mal ein bisschen ranarbeiten zur Seite von Niklas. Macht den Teleport, aber Niklas mit der Reaktion und dem Kill. Wichtiger Teleport von Niklas mit dem Gadget. Der macht jetzt die Ulti, um mit Speedfight reinzuhauen. Ich glaube, da kommt IronBet schnell genug wieder zurück. Nur ist jetzt hinten reingedrängt. Muss schauen, dass er jetzt irgendwie da wieder rauskommt. Niklas macht das jetzt gut. Hält die Lane, hält mal. Ein Bett zurück, der versucht jetzt den Ball ein bisschen zu bekommen, den Ball wegzuschießen. Das ist seine Mission gerade, das merkt man. Jetzt der Hit von Niklas, der war wichtig, kann jetzt vorpushen. Kann jetzt vielleicht auch reinpressern. Ein Bett bekommt zwei Hits und Niklas jetzt mit dem 1:0 und der Führung. Das war gut gespielt von Niklas, der hat euch jetzt gleich wieder das Upgrade, hat jetzt gleich Stufe 3 und somit einen riesen Vorteil gegen ein Bett. Der muss jetzt fast reinboarden und aggressiv spielen, ein Bett. Niklas jetzt mit der kompletten Range, mit dem Range-Vorteil gegen IronBet, der wieder den Ball zur Seite vorspielt. Der müsste jetzt den ersten Ball treffen, trifft zwei, aber Niklas ist schneller und könnte jetzt, glaube ich, mit der Ult reinschießen. Er trickshottet sogar noch, aua. Und das bedeutet 1:0 für Niklas. Ja. Ein sehr spannendes Game, wo wir gesehen haben, zwei Fehler, oder zumindest ein Fehler von IronBet hat ausgereicht. Zu Beginn, gut, der Teleport von Niklas zum Defense und dann eben IronBet, ein Fehler hinten drinnen, da ist sie sich, nicht da ist sie nicht rausgekommen und hat auch keinen guten Board gemacht und so, konnte Niklas 1:0 machen und dann war es natürlich nur noch eine Frage des Abwartens praktisch, einfach nur chillen und die Gegner nicht angreifen lassen, vor allem auch mit der Stufe 3 von Search gegen Stufe 1 hat er da keine Probleme gehabt und somit 1:0 Führung. Wir gehen wieder zu Encyclement, wo ich immer noch auf einen Brock warte. Seit jetzt 2,5 Tagen schon warte ich auf einen Brock, vielleicht kommt er jetzt, wir gehen rein. Und wir sehen zweimal Byron diesmal. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gesehen. Oder einmal, ich weiß gar nicht. Wir hatten viel Nani in Byron in den letzten Tagen schon. Und jetzt zweimal Byron und die Chance für IronBet aufzugleichen. Oder die Chance für Niklas mit 2:0 einen riesen Vorsprung zu haben. Wir sehen, die Map hat auch in den letzten Aufnahmen. Ich habe schon gesehen, die Map Black ab und an mal ein bisschen in Byron spielt. Ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, was darum das so ist. Aber ich hoffe, es funktioniert halbwegs okay. Wir sehen hier, beide können noch keinen einzigen Hit rausbekommen. IronBet jetzt mal auf der rechten Seite.
Niklas wartet immer, bis er schießt, schießt dann einmal zurück, schießt jetzt auch wieder rein, aber trifft nur das Fass. Ist jetzt relativ ausgeglichen, relativ unspektakulär das Spiel. Beide warten ab. Keiner traut sich mal wirklich was zu machen. Ist ja auch mit Byron Duell schwer auf der Map. Mit Tsunami gegen Byron hätte man eben mehr machen können. Aber so warten beide mal ganz gediegen ab. Ein Bad schießt wieder dreimal rein, trifft keinen einzigen Schuss. Bis jetzt noch kein einziger Hit gesehen in diesem Spiel. Ja. Wir warten einfach mal ab, was noch so passiert. Die warten jetzt extrem lange. Ich weiß nicht, auf was sie warten. Aber ein Bad wartet mal hinter der Wand. Was vielleicht so ein Niklas macht. Vielleicht auch zu sehen, wie oft schießt er da rein, wie lange geht er rüber, wie macht er das. Und vielleicht zu predikten, wo er dann sein könnte. Schießt jetzt aber rein und Niklas wartet hinter der Wand. Jetzt mal ganz kurz gezeigt sich. Und ist wieder auf der rechten Seite. Also sie schießen beide einfach aneinander vorbei. Jetzt der erste Hit haben beide auf beiden Seiten. Er sieht beide, wenn sie sich hochhillen, genau. Jetzt passiert wieder nichts. Die Frage ist, was passiert bei Overtime? Wer hat dann die besseren Hits? Wer bricht da die besseren Hits und macht dann das Tor in der Overtime? Solange da nichts weiteres mehr passiert, das sieht nämlich auch nicht danach aus, dass sich jetzt einer zu entscheiden würde, richtig aggressiv noch reinzulaufen. Vielleicht jetzt mit einem Hit noch seine Vorteile rausbekommen. Jetzt ein Hit wäre extrem wichtig. Wir haben noch 15 Sekunden Zeit in diesem Spiel. 0-0. Und sie warten, bis Overtime einmal wird nicht mehr schießen, denke ich mal. Oder jetzt vielleicht nochmal. Er wird jetzt hinter die Wand wahrscheinlich probieren zu schießen. Beide schießen, keiner trifft, die haben Overtime. Und jetzt der Hit, der frühe Hit von Iron Bad. Die frühen zwei Hits von Iron Bad. Drei Hits von Iron Bad. Er hat die Ult, kann jetzt wieder ulten. Einen schönen Schuss machen. Hat genug Zeit und trifft Iron Bad mit dem besseren Ende. Gut, gut gespielt von Iron Bad. Trifft da im wichtigen Moment drei Shots. Und dann kann Niklas dagegen auch nichts mehr machen. Und wir gehen auf jeden Fall mal wieder in ein Mehrfachduell auf Map 4. Das ist jetzt schon mal fix. Und ich muss sagen, I am bad, starke drei Hits, da trifft jeden einzelnen Byron Shot. Niklas konnte nichts dagegen machen. 1-1. Wir haben den Ausgleich. Und das macht das Ganze ein bisschen spannend hier. Wir gehen jetzt auf Dribble Dribble, Spike, Crow und B stehen zur Auswahl. Bis jetzt auch noch nie eine B gesehen, immer nur Crow oder Spike. Spike mit Curveball sehr beliebt gewesen bis jetzt. Die Frage ist, ob das auch so bleibt. So, ich sehe gerade, ah, die geht auch schon rein. Perfekt. Dribble, dribble jetzt. Mit zweimal Spike. Wir sehen hier Curveball auf Seiten von einem Bad. Und sehen wir auch Curveball bei Niklas. Wir sehen zweimal Curveball. Also, Mirror Matchup auf jeden Fall mal in der Hinsicht. Und der Hit jetzt von einem Bad. Der trifft dann zweimal. Jetzt aber Niklas mit den besseren Hits. 1000er B auf Seiten von einem Bad. Der jetzt versucht nach vorne zu pressern, dodgt alle Schüsse und Niklas geht down und somit übernimmt Iron Bad die Führung. Wartet nochmal 2-3 Sekunden ab. Jede Sekunde wertvoll und Iron Bad geht in Führung. 1-0. Das hat er bis jetzt gut runtergespielt. Lässt sich jetzt einmal hitten, hielt sich wieder hoch, hat die Ult. Die Ult könnte auch ein großer, großer Vorteil sein. Wenn die jetzt einfach mal reinwirft, muss Niklas wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zurückgehen. Nein, Bad hat Zeit. Er muss ja nicht mal angreifen. Er chillt einfach nur hinter der Wand. Und bekommt jetzt aber drei Hits ab. Jetzt die Chance für Niklas. Hat ein Bad nicht ganz perfekt gespielt. Aber macht den Kill. Wow, die Ult perfekt geworfen. Für zwei Hits. Und kann jetzt eigentlich den Ball cornern. Oder geht aggressiv rein, wer weiß. Er hat auf jeden Fall die Wahl. Oh, der wird jetzt warten. Der wird jetzt ganz geschickt das Ganze runterspielen. Mit Curveball kann man zwar um die Kurve ein bisschen schießen, aber es wird nicht genug Hit sein und ein Bad macht das Geschick, schießt wahrscheinlich jetzt auch noch rein und das ist das Tor und das ist der Sieg für Iron Bad. Er hat das BO5 gedreht, 2-1. So schnell geht's und es steht 2-1 in diesem Game. Und es ist ein Matchballspiel für Iron Bad auf der Map Jumping Beans. Dynamike, Barley und Tick. Wir haben gesehen, Tick ist jetzt der bessere Pick auf der Map. Aber wir hatten auch schon ein Barley-Duell. So ist nicht. Also es kann alles passieren. Vielleicht auch ein Dynamike. Das ist ja ganz interessant, so ein Dynamike jetzt zu sehen. Das wäre schon sehr interessant. Wir haben auch gesehen in der ersten Runde, Niklas mit Trickshot.
Und da habe ich mir schon so gedacht, ich schon nach dem ersten Game mutig. Und das hat sich sofort bestrafbar gemacht. Es ist jetzt 2-2 hinten, muss beide Spiele jetzt noch gewinnen, um dieses BO5 für sich entscheiden zu können. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf, was er schaffen kann. Und ein Bad kann beruhigt reingehen, er hat nicht den großen Druck, er weiß, er kann das Spiel auch verlieren, ohne sofort raus zu sein. Er kann einmal jetzt noch verlieren, aber wäre natürlich nicht ratsam, weil so ein fünftes Game, ein entscheidendes Game, ist auch nicht lustig. Hatten wir in 4 Spielen bis jetzt einmal schon. Wäre ja nicht schlecht, wenn wir es im 5. Spiel schon wieder sehen würden. Aber noch ein bisschen abwarten, sie sind noch nicht im Game. Freut euch dann auch auf Ich Bin's gegen Fire Ninja. Das 2. Spiel in Gruppe C. Und auch interessant, morgen dann Gruppe D. Ghost gegen Smokey und Fims gegen Dima. Das ist auch ein ganz spannendes Spiel. Für mich zum Zusehen. Und dann sind wir schon bei Gruppe E angelangt. Die Monstergruppe, die sehen wir dann am Dienstag. Darauf könnt ihr euch auch schon freuen mit dem Duell zwischen Orion und X-Ray und T und Shayplay. Und dann fehlen nur noch Gruppe F mit dem Wildpit in der KJ. Gruppe G dann mit Donner. Die starten Donnerstag rein, am Freitag startet dann Gruppe H mit Lassina, den ersten Spieltag. Aber jetzt warten wir mal ab. Hopp, hopp, Leute, macht mal ready. Ich glaube, jetzt ist so die Zeit für Niklas, dass er sich was einfallen lässt. Wir schauen mal, ob es irgendeine Reklamation gibt. Ist auch ein bisschen lang gerade. Soweit ich es sehen kann, keine Reklamation. Das heißt, wir sollten jetzt auch gleich in die 4. Runde gehen. Könnte die letzte sein in diesem Duell. Und jetzt sind sie drinnen. Jetzt sind sie im Game. Anscheinend ist... Ja doch, jetzt. Noch kurzer Bug da. Konnte da nicht über ein Feld zusehen, aber jetzt bin ich drin. Und ich spiele auch im Bali-Duell. Entscheidet sich also auch für Bali. Ganz interessant, dass da keiner Dick genommen hat. Aber beim Bali-Duell kann man sagen, das ist ja auch nicht schlimm. Da kann ja auch alles passieren. So, jetzt ein guter Hit von einem Bad, hat das sehr gut gemacht. Jetzt auch ein starker Hit von Niklas. Ist wieder ausgeglichen, das Ganze. Ein Bad hielt sich mehr hoch. Kann jetzt mal ein bisschen Niklas zur Seite bringen. Trifft den Hit auch. Lässt sich aber auch wieder einfach hitten. Bekommt wieder ein bisschen Schaden. Und jetzt auch viel Schaden. Muss das Gadget usen. Erstes Gadget weg, auch auf Seiten von Niklas. Erstes Gadget weg, beide ist ausgeglichen, wieder unterwegs. Obwohl, zuerst bei Niklas wirft sich sehr, sehr schnell, hat 1000 HP. Muss ich also wieder zurückziehen, muss das zweite Gadget bereits usen. Das ging relativ schnell. Niklas unter Druck, er muss das mal machen. Er muss die Runde für sich entscheiden. Jetzt gute Hits von Iron Bad. Iron Bad mit 3 Hits. Jetzt kommt der Trickshot zurück. So ein Ding ist es nämlich, denkt sich Iron Bad. So ein Ding ist das. Dann mache ich den Trickshot mal zurück an der Stelle. Und dann steht es da mal ganz schnell 1-0 für Iron Bad. Und jetzt hat Niklas wirklich Druck. Jetzt muss Niklas wirklich gewinnen. Und Iron Bad, der möchte jetzt vielleicht sogar durchlaufen. Race, Race, na, kommt nicht durch, er muss abdrehen. Oh, bekommt dann Hit, aber nichts, das wird nicht schnell genug sein. Der wird nicht schnell genug sein. Iron Bad, bis er spawnt, dauert das nicht mehr lange. Der spawnt da schon, nichts, ist auch noch einen halben Weg unterwegs. Schießt den Ball vor, macht die Ult, das Gute, was er jetzt machen kann. Oh, Iron Bad drängt sich da ein bisschen rüber zur Seite, jetzt hat Niklas vielleicht die Chance, macht den Kill und den Ausgleich. Oh, und da Trickshot ist nicht gut. Das ist keine gute Entscheidung. An der Stelle keinen Trickshot machen, Leute. Wenn ihr so weit hinten seid, beziehungsweise hinten seid und dann auch noch gewinnen müsst, ist es nicht gut. Da müsst ihr euch nicht wundern, wenn der Gegner emotet am Ende. So, jetzt aber. 10 Sekunden, wir können in Overtime gehen. 1-1. Mein Bad wartet in den Pool, schießt jetzt raus, trifft ihn einmal, hat die Ult. Die Ult könnte jetzt unglaublich wichtig wieder werden. Und Niklas ist One-Shot. Ein Bad geht down. Die Ult, das müsste reichen. Und das reicht für Niklas. Wir gehen ins Entscheidungsgame.
Wir gehen ins Entscheidungsgame. Was ist denn da los? Was ist denn da jetzt passiert? Da ist was gerade schiefgelaufen bei Embed. Wir müssen ins Entscheidungsgame. Und Leute, ich muss nachschauen, was nochmal die Map ist. Denn ich habe das Entscheidungsgame am Montag das letzte Mal gesehen. Am Freitag meine ich. Und das ist schon bei Tage her wieder. Wir haben Center Stage. Sandy, Nita oder Gale. Und wir hatten am ersten Tag gesehen, Nita-Duell, das nach 20 Sekunden entschieden war. Und 2 Minuten gedauert hat. Weil der Gewinner das ja geschickt gespielt hat. Aber die Frage ist jetzt, für wen entscheiden sich? Sehen wir zweimal Nita, sehen wir Gale, sehen wir Sandy? Und wer gewinnt es? 2 zu 2 zum zweiten Mal in 5 Spielen sehen wir das Entscheidungsgame, den Decider. Ich freue mich. Leute, wer holt sich's? Niklas oder Ironbad? Jetzt ist wichtig, den richtigen Border zu picken. Jetzt extrem wichtig, hier nicht falsch zu liegen. Das sind 2 wichtige Punkte, die ihr mitnehmen könnt in der Tabelle. Jetzt zu gewinnen. Das wären ganz, ganz wichtige Punkte. Und die will man jetzt auf jeden Fall einstecken. Denn einfacher wird es, glaube ich, nicht werden. Also einfach auf keinen Fall. Es wird auf dem Niveau bleiben, denke ich mal. Es wird in dieser Gruppe alles spannend werden. Sie warten noch. 2 von 6. Wer glaubt, der holt das? Niklas oder Ironbad? Ich tendiere gerade eher zu Ironbad. Der hat das aus der Hand gegeben. Aber sollte es zu Overtime kommen, hat er sich bis jetzt immer sehr stark geschlagen. Und auf der Map, ich glaube, Ironbad könnte das holen, aber ich gebe da jetzt nichts ab, sondern wir gehen einfach rein und schauen uns das einfach an, würde ich sagen. Rein in das letzte Game. Sandy gegen Nita. Und wir sehen den Hit von Sandy zuerst. Sandy macht das Gadget. Sandy ist wieder full. Und Ironbad mit dem Kill. Und wenn er jetzt schnell ist, macht er das 1-0. Oder macht er... Er macht die Taktik von ersten Tag von Melee. Melee machte ja genau das gleiche. Und Ironbad ist schlau. Und Ironbad hat sich genau überlegt, was er macht. Und hat mit Sandy den richtigen Pick gewählt. Denn er wusste, wenn er das Gadget macht, hat er den Kill und hat den Sieg. Und wenn er es jetzt hält für diese 1:40 und keine Hits abgibt, dass Nita nicht den Bär bekommt, ist alles gut. Das macht er schlau, das macht er genauso wie Meli jetzt. Das macht er 1A Weltklasse. Das ist Weltklasse, es ist nicht spannend, es ist nicht entertainbar, aber es ist Weltklasse, weil er genau wusste, was Niklas nimmt und genau wusste, wie er das kontern kann. Und das ist so stark. Und wir werden das nicht mehr sehen, das Duell. Ich bin mir sicher, dass jetzt die Spieler demnächst genau wissen, was passiert, wenn sie niedernehmen und was passiert, wenn sie Sandy nehmen. Und da werden wir wahrscheinlich 2 Sandy-Duelle sehen. Vielleicht kommt auch Gale zum Einsatz. Das macht das Ganze auf der Map so spannend. Aber Ironbad macht das jetzt einfach nur mehr geschickt und wird das Ganze herunterspielen und gewinnt somit. Und ich hab's euch gesagt, der hat dieses Verständnis. Der hat dieses Verständnis und genau das zeigt er jetzt auch. Und Niklas wird nicht glücklich drüber sein, aber er muss akzeptieren, dass Ironbad gerade in dieser Situation einfach den guten Blick... Also ich bin begeistert von diesem Blick mit Sandy. Der ist einfach clever gewählt. Und ich glaube dadurch auch der verdiente Sieg für Ironbad. Und dieses Ganze in die Wand zurückschotten am Ende zeigt es sich halt, es war nicht die richtige Entscheidung. Das kann halt teuer zu stehen kommen. Das bin ich für Niklas, er weiß, das war's für ihn bereits. Und Ironbad kann abwarten, kann jetzt auch das Tor machen. Denn das ist der Sieg für ihn. Die letzten Sekunden brechen an. Niklas versucht nochmal abzudecken, aber das wird nichts erbringen. In den letzten Sekunden, das wird Ironbad clean runterspielen. Der wird jetzt abwarten, geht jetzt rein, der Bär kommt, das Tor kommt und Ironbad gewinnt das Game und gewinnt das BO5-Format mit 3 zu 2. Glückwunsch an beide Spieler, was ein letztes Game.
Es war einfach 200 IQ. Ich muss sagen, das war wirklich ein guter Weg, gut überlegt, gut durchdacht. Leute, das war zum ersten Spiel aus Gruppe C. Wir sehen uns dann auch heute Abend wieder zum zweiten Spiel aus Gruppe C. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao.